Moin liebe Technerds, willkommen back, zurück zu einem neuen Video. Und zwar, wie man unschwer erkennen kann, ist hinter mir meine Wand und zwar komplett leer, denn ich hatte meinen Fernseher, den habe ich vor 5 Jahren oder so gekauft. Und das Ding ist so eine unfassbare Grütze, das dauert 5 Minuten, bis das Teil hochfährt und spielt am Anfang spanische Sender, griechische Sender, also der macht Sachen, die kein Mensch will. Das ist halt super unangenehm. Ich habe das Ding jetzt runtergenommen und eine längere Zeit hier gar nichts hin gehabt und war jetzt auf der Suche nach einem neuen Fernseher, denn ich will hier so ein bisschen unterhaltungsmäßig ein bisschen was upgraden und einfach unser Wohnzimmer wieder ein bisschen nach Vordermann bringen. Und genau aus dem Grund habe ich zusammen mit Medion gepartnert und die haben mir eine richtig fette Glotze rüber geschickt. Ich zeige euch das mal. Das ist der Medion Live 16599, der S16599. Wofür die Nummer steht, keine Ahnung, weil so Produktbezeichnungen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall ist das ein 65 Zoll 4K LED Display. Und das gute Stück werden wir gleich an die Wand ballern. Aber zuerst müssen wir halt die Wandhalterung hier erstmal richtig stabil machen, weil mein voriger Fernseher, keine Ahnung, 4 Kilo gewogen hat. Und der war echt, voll für die Grütze. Deswegen machen wir erstmal das. So. Na gut. Also wenn das nicht fest ist, dann weiß ich wirklich nicht. Also wir hängen das Ding an die Wand, aber eigentlich kriegt man natürlich auch einen Standfuß dazu. Und der wiegt auch, ich weiß nicht, 8 Kilo oder vielleicht 10 Kilo. Ist auf jeden Fall sehr schwer. Und ich wollte euch den einmal zeigen, falls ihr irgendwie sagt, wir haben Bock auf einen Standfuß. Der sieht nämlich so aus. Und ich glaube, das Ding steht so rum. Ja, ich glaube so rum. Wir packen jetzt den Fernseher aus und gucken mal, wie das Ding aussieht. Dafür muss man hier so Clips lösen. Okay. Ja. Ja, fett. Lass uns mal die Anschlüsse angucken. Kommt doch ruhig mal her, dann gucken wir mal. Fangen wir an der Seite an. Ganz unten haben wir einen Kopfhöreranschluss. Das haben tatsächlich viele Fernseher nicht mehr, ist mir mal aufgefallen. HDMI 1, USB-Anschluss, noch ein USB-Anschluss und hier den Common Interface heißt das, glaube ich, CI-Slot. Hier auf der Rückseite dann direkt haben wir HDMI 2 und 3. LAN-Stecker, das Ding hat auch WLAN, aber halt auch LAN. Optischen Out, hier Composite, also für Super Nintendo, N64 und sowas, falls das noch jemand hat. Ich schon, finde ich geil. VGA, kein Plan, warum man das noch verbaut, aber ist auch noch da. Antenne und hier für Satellit. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Mehr hat das gute Stück nicht. Wie man unschwer erkennen kann, hängt das Ding jetzt hinter mir an der Wand. Es war ein Riesenakt, denn das Ding ist unfassbar groß. Es ist halt ein 65 Zoll Display und es ist halt auch mega schwer. Also knapp 50 Kilo waren es, glaube ich, ungefähr. Und also alleine sollte man das nie tun. Wenn ihr Hilfe bekommen könnt, dann nehmt die auch in Anspruch, weil alleine ist das wirklich unfassbar schwer zu wuppen und hochzuheben, dran zu hängen und alles Mögliche. Also macht das nicht alleine, holt euch Hilfe. Auch die Einrichtung war super easy, denn das Ganze hat 5 Minuten gedauert. Man musste eigentlich nur die Sprache einstellen, irgendwelche Dinge akzeptieren. Na, ihr wisst ja, die ganzen AGBs und so, das liest man sich natürlich alles vorher aufmerksam durch. Natürlich macht jeder. Ich auf jeden Fall. Dann konnte man auch direkt seinen WLAN bzw. seine Internetverbindung einrichten und dann könnte man, wenn man wollen würde, auch einen Sendersuchlauf starten. Habe ich aber gar nicht gemacht, weil ich selber eigentlich gar nicht mehr so dieses normale Live-TV schaue, sondern eigentlich nur noch über irgendwie Internet oder sowas. Deswegen bin ich direkt zu Netflix gegangen, habe mich angemeldet und das ging auch alles sehr schnell. Die App ist schnell gestartet. Das war mir sehr wichtig, dass der Fernseher schnell angeht, dass die Apps schnell starten, dass ich sofort Dinge auswählen kann, Sachen abspielen kann, dass ich da nicht ewig warten muss, weil das war vorher echt Doppel-Headshot, weil einfach unfassbar lange warten, du bist einfach schon instant genervt. Das gehört jetzt der Vergangenheit an, denn mit dem Fernseher ist eigentlich alles ziemlich cool. Zumindest so nach dem ersten Gefühl, der Fernseher geht halt wie gesagt schnell an, die Apps starten schnell. Medion hat auch einen eigenen App-Store, wo du halt die ganzen Apps runterladen kannst. Da muss ich mich auch noch ein bisschen durchwursteln, was es da so gibt, was ich da so wirklich brauche. Die Standardsachen gibt es halt auch, ne? YouTube und solche Dinge, die kann man sich da alle runterladen und installieren. Da muss ich halt wie gesagt einfach noch mal ein bisschen durchgehen und gucken, was ich da so brauche und ob da auch wirklich alles dabei ist, weil das kann man jetzt so auf den ersten Blick erstmal gar nicht sagen. Aber wie gesagt, mit Netflix bin ich eigentlich erstmal super gut bedient. Das ist jetzt keine Werbung für Netflix oder so, aber das ist halt einfach das, was ich momentan am meisten halt schaue. Natürlich will ich euch auch ein paar Daten von dem Fernseher mitgeben. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgepickt, die ich für ganz wichtig finde und die würde ich euch mal ganz kurz vorstellen. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr. Da müsst ihr einfach mal online reinschauen und euch da ganz genau belesen, weil nicht für jeden alle Punkte sehr wichtig sind, aber die wichtigsten nenne ich euch jetzt einfach mal. Der Medion S16599 ist ein UHD-Fernseher, also ein Ultra-HD-Fernseher. Das heißt, er hat eine Auflösung von 3840 x
mal 2160 Bildpunkten, also ein ziemlich scharfes Teil. Dann hat er einen integrierten HD Triple Tuner. Außerdem unterstützt das Gerät HDR, genauer gesagt HDR10 und Dolby Vision. White Color Gamut unterstützt er natürlich auch, also einen ziemlich großen Farbraum, den er da darstellen kann. Ist ja auch mal ganz wichtig, gerade für Filme, die man schaut. Man will ja, dass sowas schön natürlich bzw. einfach schön detailliert dargestellt werden kann. Dann hat er natürlich WLAN integriert für alle, die halt keine Lust haben, Kabel zu verlegen, so wie das in meinem Fall ist. Bluetooth unterstützt er auch, das heißt, wenn ihr da zum Beispiel Boxen anschließen wollt oder Kopfhörer, um zum Beispiel halt einfach kabellos den Sound zu genießen, ist auch kein Thema. DTS-Sound unterstützt er natürlich auch und auf der Fernbedienung zum Beispiel, das finde ich aber ganz wichtig, gibt es einfach einen Netflix-Knopf. So sieht die Fernbedienung aus, da ist der Netflix-Knopf. Ziemlich wichtig für mich, finde ich ganz geil. Dann gibt es auch noch einen Medienknopf, da kommt ihr zu diesem Medienportal, wo ihr halt unter anderem auch Apps installieren könnt und all solche Sachen machen könnt. Das Ding kostet 1099,95 €, zumindest von Medien aus. Wenn ihr online schaut, werdet ihr bestimmt noch andere Preise finden. Aber ich finde für das Ding, weil er sieht wirklich edel und schick und auch wirklich gut designt aus, funktioniert wahnsinnig schnell, das Ding fährt wirklich schnell hoch, hat viele App-Möglichkeiten, Smart-TV-Funktionen sind da, hat HDR, Dolby Vision, DTS-Sound, also wirklich viele Features, die man auf jeden Fall auch wirklich in der Praxis nutzt. Natürlich auch vieles, wo man sagt, so, okay, brauche ich jetzt vielleicht nicht, aber das ist bei jedem Fernsehen auch immer mit dabei. Also dementsprechend finde ich das schon okay. Sieht schon ziemlich nice aus an der Wand hinter mir. Also das Ding ist, wie gesagt, unfassbar dünn, hat ein edles und wirklich ein sehr, sehr schlankes Design. Also falls man jetzt so ein bisschen Wert auch auf Äußeres legt, was ja heutzutage doch durchaus gemacht wird, kann man hier echt nicht meckern. Wie gesagt, unfassbar dünn, erwartet man auch nicht, dass der so schwer ist, aber das fügt sich halt wahnsinnig gut in so eine moderne Umgebung ein. Zu guter Letzt würde ich euch gerne noch das Menü zeigen, wie das aufgebaut ist, und das machen wir jetzt nochmal. Zuerst einmal würde ich euch einmal die Startup-Zeit zeigen. Also wir machen den Fernsehen auf 3 an und dann könnt ihr mal sehen, wie lange es dauert, bis er wirklich hochfährt. Zum Vergleich zu meinem alten Fernseher, wie gesagt, 3 bis 5 Minuten, das ist so der Richtwert. Also ich drücke drauf in 1, 2, 3. So, boom, da ist er schon. So, und jetzt können wir halt auch schon direkt loslegen und uns hier das Menü anschauen. So sieht das Menü aus, wenn man den Fernseher einschaltet. Hier ist die Startseite, die man natürlich auch selbst konfigurieren kann. Hier ist bei mir natürlich an erster Stelle Netflix und dann direkt YouTube. Dann gibt es hier dieses Medienportal, da gucken wir gleich auch nochmal rein. Und natürlich Kanäle und halt auch ein Guide. Als nächstes haben wir die Quellen, wo man dann die Eingänge bzw. Anschlüsse auswählen kann, die angezeigt werden sollen. Außerdem habt ihr bei dem TV auch die Möglichkeit, Wireless Display zu nutzen. Da könnt ihr praktisch von einem Android-Telefon den Screen-Inhalt kabellos auf diesem TV übertragen und wiedergeben. Als nächstes haben wir dann die Anwendung. Dort werden die Apps angezeigt, die ihr euch runtergeladen habt. Hier könnt ihr natürlich auch welche hinzufügen. In meinem Fall ist jetzt hier Netflix, YouTube und dieses Medienportal drauf. Als nächstes haben wir dann das Einstellungsmenü. Hier gibt es natürlich Einstellungen zu Bild, Ton, Netzwerk, Installation und Einstellung. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die einzelnen Punkte hier eingehen, weil die sollten eigentlich relativ selbsterklärend sein. Ihr könnt natürlich dann halt Bildeinstellungen vornehmen mit verschiedenen Modi, die auch voreingestellt sind. Dann den Ton, wo ihr halt DTS, Lautstärke, Kopfhörerlautstärke, all solche Sachen einstellen könnt. Netzwerk sollte eigentlich klar sein. Installation ist praktisch für Sender, solche Geschichten, Sendersuchlauf und sowas. Und die Einstellung in den Einstellungen, können wir mal schnell reinschauen, gibt es dann halt so allgemeine Einstellungen. Ne? Okay, sehr, sehr spannend. Wir gehen mal zu dem Punkt TV. Hier habt ihr dann einmal den Guide, also die Programmführung. Dann gibt es Kanäle, die man halt in einer Liste sehen kann, wo man auch Favoriten erstellen kann. Ein Timer und man kann an dem Gerät direkt Aufnahmen tätigen, wenn man dort etwas über USB angeschlossen hat, also ein Speichermedium. Ja, und das war's dann auch schon. Da kommt man direkt wieder zurück zur Startseite. Ihr seht, das Ganze ist relativ übersichtlich. Man hat so ein paar Unterpunkte, wo man vielleicht erstmal reingehen muss, um nachzuschauen, was sich dort dann wirklich hinter versteckt. Ist jetzt aber nicht allzu kompliziert. Also ich finde, es ist eigentlich ganz schön und übersichtlich gemacht. So, bevor wir jetzt einen kleinen Soundtest machen, würde ich mit euch ganz gerne noch einmal kurz in das Medienportal reinschauen. Im Medienportal habt ihr die Möglichkeit, Apps herunterzuladen oder euch auch Inhalte anzusehen. Es gibt den Tab wie Filme, da könnt ihr euch Filme anschauen, ausleihen, TV-Shows, also Serien, Musik gibt es, Sport gibt es, dann gibt es auch noch Kids und natürlich, wie eben schon erwähnt, halt die Apps. Okay, dann lasst uns mal ganz kurz noch einen Soundtest machen. Wir gehen mal zurück. So, wir lassen jetzt mal von Epidemic Sound hier ein Lied abspielen und hören uns das mal an. Ja, also man muss leider sagen, der Sound ist jetzt nicht überragend von dem Gerät, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Also der Bass hätte ruhig ein bisschen voluminöser sein können und ich finde generell, dass der Sound ein wenig dumpf klingt. Wie gesagt, man müsste hier versuchen, nochmal mit dem Equalizer ein bisschen was zu retten, was bestimmt auch machbar wäre. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, da ich euch die Standardeinstellung zeigen wollte. An dem Bild selbst habe ich jetzt erstmal nichts auszusetzen. Es ist halt ein LCD-LED-Display, das heißt, man hat hier nicht das schwärzeste Schwarz und das weißeste Weiß. Wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr euch ein QLED oder halt ein OLED-Fernseher zulegen. Hier ist es halt, wie gesagt, ein LCD-LED-Display.
Display, da gibt es halt nicht die ganz krassen Kontrastwerte. Was aber nicht ganz so schlimm ist, denn ich finde, es geht noch vollkommen in Ordnung und ich finde außerdem, die Farben werden sehr schön dargestellt. Zurück ins Studio. Wenn ihr noch Fragen zu dem Produkt habt, dann schreibt mir auf jeden Fall gerne etwas in die Kommentare. Ich werde euch natürlich darauf antworten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bleibt cool, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, ciao.